Herzlich willkommen zu Schön Blöd. Endlich ist es Frühling, endlich sieht man wieder überall. Sie kopulieren, sie balzen. Ja, und das mitten bei uns in Hessen, also im neuen Verbotsland Nummer 1 auf der Welt. Ja, das Kultusministerium hat ihn nämlich erklärt, den Krieg der Sterne. Deshalb ist jetzt auch das hier verboten. Einen Stern, nein, nein, leider nicht die Musik, sondern die Aussage, denn wer in einer Klassenarbeit oder an der Uni einen Stern benutzt, dem droht jetzt das hier. Hand ab! Ja, im Bundesland, wo Schiller und vor allem Goethe gewirkt haben, ist Schluss mit dem Gendern. 4 Wochen vor den Abschlussprüfungen an vielen Schulen finden viele Betroffene die Sprachenpolizei eher nicht so toll. Oder wie es bei ihnen heißt... Goofy! Genauer gesagt. Wir sind kurz vor den Prüfungen und dann wird nochmal alles umgeschmissen. Also ich muss generell sagen, dass ich es ziemlich sinnlos finde. Ich finde es falsch, dass es eben angestrichen wird. Ja, denn nicht nur, dass Hessen damit sprachlich wieder in der Steinzeit angekommen ist, wir sind auch noch vorsinnflutlicher als die hier. Bayern, 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 Bayern. Ja, erfunden wurde der Genderhass ja eigentlich von ihm hier. Gucke mal der Markus Söder. Ja, ausgerechnet die Bayern wollen uns sagen, wie man Deutsch spricht. Mal ehrlich, die Bayern, wo das hier als Sprache gilt. Leckt mir am Arsch, wie ein Suri. Naja, aber wo die Bayern das Sternchen in Klausuren oder Klassenarbeiten nur anstreichen, gibt es bei uns in Hessen direkt einen Fehler. Dass wegen der hessischen Landesregierung den Krieg der Sterne am Ende doch der dunkle Lord gewinnt. Das finden wir blöd. Und zwar außen und innen. Weiter geht die wilde Fahrt und wir kommen direkt zu was Neuem aus der Rubrik. Das hat's früher auch nicht gegeben. Ja, legales Kiffen, denn früher musste man noch geheimnisvoll sagen. Ich hab tatsächlich vorgestern einen Joint geraucht. Tja, und heute darf man unumwunden zugeben. Finde ich gut. Ja, die Grastüten sind tatsächlich ab dem 1. April teilweise legal. Klar, dass die schon angesprochene Verbotspartei dazu sagt. Eine Katastrophe für Deutschland. Ja, das Saufen kurz nach dem Teenie werden fördern, aber übers Kiffen sagen... Ich glaube, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Ha, sehr lustig. Kein Wunder, dass sogar die gut gelaunte Spaßpartei überzeugt ist, dass man das Kiffen noch nie verhindern konnte. Der Jugendschutz hat in den letzten 50 Jahren nicht funktioniert. Deshalb sehen sie im legalen Kiffen auch noch einen Vorteil. Wir wollen auch den schwarzen Markt bekämpfen. Ja, ja, der schwarze Markt beim Kiffen, der ist ja bald Geschichte. Und wir wissen auch schon, wer sich darüber geradezu schwarz ärgert. Genau, unser schwarzer Landesvater Boris Rhein. So viel Schwarz und das im Frühling, das finden wir trotzdem irgendwie schön. Fehlt noch die Erkenntnis der Woche? Der Weltmeister trägt Adidas. Ja, das stimmt. Und Deutschland in Zukunft? Eine amerikanische Fantasiemarke. Auch richtig. So, das war Schön Blöd für heute. Und Schluss mit lustig.